In diesem Video geht es um das Gummi Styling Wachs Bright Finish Glanz der Marke Phonex. Warum ich hier noch Phonex Matte Look und Matte Separation Bad Head hingestellt habe, erkläre ich euch gleich. Ich zeige euch vorher mal das Haarwachs. So sieht es aus. Sieht auch ein bisschen eher nach Haargel aus als Haarwachs. Genauso wirkt es auch, muss ich sagen, wenn man es ins Haar aufträgt, dann wirkt es einfach wie Haargel. Es ist eher so ein Soft Haarwachs. Würde ich also auch wirklich nur als Zusatz verwenden, wenn man wirklich diesen Gel-Effekt herstellen will. Also verwendet man zum Beispiel für das Grundstyling Phonex Matte Look, kann ich nur empfehlen. Das sieht so aus. Das verwendet man für das Grundstyling der Haare. Dann kann man vorne und so ein bisschen die Spitzen und sowas, kann man mit Bad Head for Man nochmal schön formen. Und wenn es einem nicht gefällt, haut man am Ende noch Gummi Styling Wachs Bright Finish Glanz drauf. Das macht dann so einen geligen Effekt, je nachdem was man vorhat. Wenn man jetzt in den Club gehen will, nicht einfach nur so nach Haarwachs aussehen will, macht man das noch oben drauf. Allerdings muss ich sagen, dass Haarspray sollte trotzdem verwendet werden, weil das ist wirklich nur ein Softwachs. Das gibt schon einigermaßen Halt, das gibt richtig guten Halt. Allerdings, ja, muss man drauf stehen. Wenn ihr wollt, schaut euch die Bilder auf der Homepage an. Da seht ihr genau, wie was aussieht. Und dann wisst ihr auch Bescheid, wofür das alles ist.